So, jetzt gucke ich mal da drüben, ob es noch weitere Eier zu Ostern gibt. Frohen Ostermontag übrigens. Da vorne, da ist ein Berg. Vielleicht sitzen da ja ein paar Hühnchen drauf, die uns was geben möchten. Presset gefälligst etwas aus eurem Arsch, was ich dann mitnehmen kann. Mit bloßen Händen in die Tasche stecken. Eigentlich ist das ein bisschen widerlich, oder? Ich meine, das ist ein Klumpen aus Eiweiß, umgeben von einer quasi, ist doch eine Kalkschicht, ne? Und die pressen die sich die Viecher aus dem Arsch. Quasi. Und wir nehmen das mit bloßen Händen, schlagen es auf und essen das innere Eiweiß. Bah! Eigentlich widerlich. Da will man doch gar nicht wissen, was in anderen Kulturen als in unserer hier, in unserer westlichen, noch so von Tieren gegessen wird. Na toll, noch eine Schweine. Und mein Schwert ist kaputt. Ich habe schon 44 rose Schweinesteaks. Jetzt kriege ich voll Hunger. I kill you. Die. Ich spring mal hinterher. Whee! Stirb. So. Bling. Und es gibt auch ganz viele Punkte dabei. Oh, guck mal, Kohle. Vielleicht so nebenbei noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Lalalala. Oh, und Kies. Was ist denn hier? Hier ist aber eine große Quelle an Reichtümern, die man gebrauchen könnte. Möglicherweise. So. Ja. Ja, muss ein bisschen was wegschlagen gerade mal. Wohl, wenn ich so hier weitermache, finde ich keine Eier mehr heute. Was sollen wir denn dann dem Osterhasen erzählen? Der will doch die Eier haben, um sie dann im Nachbarsgarten zu verstecken. Natürlich wird er dabei aus Versehen von der blöden Töle des Nachbarn gebissen. Das ist sowieso unrealistisch. Warum glauben Kinder das? Sie haben einen Hund, einen total gefährlichen Hund vielleicht, der jeden den Fremden zerfleischen würde. Aber ein Osterhase soll durch den Garten laufen und Sachen verstecken. Oder ein Nikolaus, ein Weihnachtsmann soll sogar, oder ein Christkind soll sogar ins Haus eindringen und Sachen irgendwo hinlegen. Wirklich? Dass dem Christkind hinterher ein Flügel fehlt, weil Fluffy dem den abgebissen hat, ist dann auch nebensächlich, ne? Können wir noch schnell die Osterkohle mitnehmen. Dann können wir damit nämlich unser Feuer anfachen, auf dem wir dann den Osterhasen braten, wenn wir ihn finden. Osterbraten. Lecker. Das kann man essen. Kaninchen, Hase, Lamm. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich, ich meine, das sind halt Bräten. Braten heißt, wer ist die Mehrzahl von Braten? Der Braten, die Braten, ne? Schmecken zwar gut, aber im Grunde ist für mich eigentlich meistens oder sehr oft Fleisch Fleisch. Ich weiß nicht, ist halt so. Schmeckt doch alles nach einer Pastete. Also nicht nach Pastete, sondern halt schmeckt doch alles ähnlich. Ähnlich, sagen wir mal ähnlich. Nicht gleich, sondern ähnlich. Nee, ne? Warum bricht mir denn hier alles in den Finger weg? Da kann der Osterhase mir zu Ostern hier bald ein Verbandszeug bringen, wenn mir die ganzen Splitter von der Schaufel, der Spitzhacke und dem Schwert in der Hand stecken. Das finde ich gut. Ganz viel Kies. Den braucht man doch noch für Wege. Von wegen Kies für Wege. Warum schreibt man eigentlich keinen Wunschzettel zu Ostern? Weil es nur Eier und Schokolade gibt? Obwohl es doch bestimmt auch Kinder gibt, die auch andere Sachen kriegen. Ich zum Beispiel kriege jetzt zu Ostern auch noch ein bisschen was anderes als nur Schokolade. Wäre ja auch lame. Außerdem soll man nicht so viel Schokolade essen. Ist ja nicht gut für die Gesundheit oder für die Figur, wenn man eine Figur besitzt, der man schaden könnte. Hüpf. So, jetzt wird es ja wohl hier irgendwo geliebte Hühner mit Eiern geben, oder? 22 Kohle haben wir auch. Schön. Die restliche Kohle ignoriere ich jetzt mal. Ich will nämlich
verflixt noch eins. Ein Huhn, das mir ein Ei schenkt. Schick mir ein Ei, ich kann nicht mehr. Schick mir ein Ei, es ist viel zu schwer. Press es aus deinem Arsch, du Huhn. Kein Huhn. Also die Hühnerpopulation scheint insgesamt hier in meiner Welt relativ niedrig zu sein. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Oh, da ist noch mehr Material, was man gebrauchen könnte. Plop, plop, plop. Wobei man ja auch denkt, oder denken könnte, wenn der Osterhase jetzt Eier bringt, vielleicht legt der Osterhase ja Eier. Es gibt ja auch schöne Feiertagsfilme grundsätzlich, in dem der Osterhase vorkommt und zwar sehr gut vorkommt und gut gemacht ist. Zum Beispiel Santa Claus mit Tim Allen. Da ist im zweiten und im dritten Teil ist zum Beispiel der Osterhase als halt Fabelcharakter. Oh, ich dachte, da fall ich jetzt runter. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mal gucken, was da ist, aber nee, dann doch lieber nicht. Wenn ich da runterfallen könnte, ich will doch hier nicht meine Sachen verlieren. Der hat in dem Santa Claus Film hat der Schauspieler ein sehr schönes Kostüm an, also wirklich komplett mit Maske und so weiter. Es gibt aber ja auch, hier hieß es ja nochmal Hopp, glaube ich, ein Oster-Animationsfilm, den fand ich auch sehr lustig. Bei dem der Osterhase dann eigentlich, oder es gibt ganz viele Osterhasen und der Enkel des eigentlichen Osterhasen hat dann irgendwie keinen Bock auf den Job oder so. Ich weiß nicht, ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, so oder so ähnlich war das. Hier raus. Ein Schwein, das man töten darf. Yikes. Komm, na, du, bleib doch. Tot. So. Weitere Osterfilme? Mir fällt gerade keiner ein. Ach doch, letztens war doch Hüter des Lichts im Kino. Bei dem der Osterhase ja auch auftrat. Eigentlich dann immer in sämtlichen Filmen wird recht menschliche Darstellung des Osterhasen. Er kann halt immer sprechen. Er benimmt sich halt menschlich. Und wird halt auch quasi immer ein bisschen verehrt in den Filmen. Ich meine, wird er eigentlich verehrt? Der Osterhase? Naja. Gib mir meine Süßigkeiten, gib mir meine Eier! Ist nicht wirklich Verehrung, oder? Der kommt halt mal vorbei und stopft was, stopft nicht was in Socken, sondern legt was in den Garten. Was natürlich viel reinlicher ist. Toll, der eine Pfosten im roten Mantel stopft die Sachen in dreckigen Socken oder in dreckigen Stiefel, den man ja eigentlich putzen sollte, aber wer macht das denn bitte, wenn er nicht durchgehend dazu angehalten wird? Also in den, und ich meine, du kannst ja den Stiefel von außen so viel putzen, wie du willst. Dein Quadratlatschen steckt dir ja trotzdem vorher da drin. Und es ist miefig da drin und da wird dann Schokolade reingestopft in den Socken oder in den Stiefel halt. Und der andere Typ, der Osterhase, der legt die Sachen einfach in den Garten, wo sie ja von Insekten und so angefressen werden könnten. Natürlich wird nicht bei jedem die Sachen in den Garten geklatscht, aber bei uns war es damals so. Es gibt natürlich auch Osternester, es wird dann halt in ein Nest gelegt. Wobei man sich bei Nest dann wieder fragt, warum legt ein Hase ein Nest irgendwo hin? Vermutlich kommt das dann wieder von den Eiern her. Allerdings könnte man ja auch denken, warum ist es nicht, keine Ahnung, ja, das Osterhuhn, das Osterküken, das die Sachen bringt. Es wird schon wieder dunkel hier. Ist ja auch unfassbar. Ich muss jetzt mal wieder zurück daheim, nach Hause halt.
Aber ich finde keine Eier. Die sind echt keine vernünftigen Hühner. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob bei mir in der Nähe da die Hühner, wo ich vorhin schon Eier eingesammelt hatte. Eier gibt. Ich will Eier. Gib mir Eier. Minecraft-Welt, gib mir ein Ei. Und bitte nicht auf den Kopf. Ist da vorne was? Ja, ja. Nein, das ist nur eine olle Pflanze. Ich will doch nur ein Ei. Oder auch zwei. Oder auch drei. Oder auch 25 oder am besten 42. Ollen, blöden Hühnchen. Lassen sich nicht blicken. Dabei bin ich hier in Grünlandschaft. In der Grünlandschaft muss es doch irgendwo Hühnchen geben. Es gibt doch immer überall Hühnchen. Nee, Kassel schlag mich tot. Ja, ab nach Kassel schlag mich tot. Da waren doch auch noch Hühner. Na. Ist hier irgendwo... Hier ist eine Hühnerpopulation. Die werden doch wohl Eier gelegt haben. Irgendwohin. Die blöden Pock-Pock-Hühner. Gebt mir eure Eier. Au. Hier ist ein Huhn. Sie wird doch wohl irgendwo ein Ei gelegt haben. Da ist ein Schaf. Das hat wohl kein Ei gelegt. Oh, jetzt bin ich runtergeplumpst. Jetzt bin ich runtergeplumpst. Da ist noch ein Huhn. So. Pock, pock, pock. Pock, 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 pock. Die hüpfen aber echt teilweise auf den Bäumen rum hier. Wenn ich ein Ei übersehen sollte, tragt es mir bitte nicht nach. Ich bin halt blind. Es ist ja Nacht. Und bei Nacht sieht man nicht so gut Eier. Ah ja. Wo sind denn diese Eier? Wo sind denn diese Hühner? Wo ist denn hier alles? Oh, ihr lieben Gockel, gebt mir eure Eier. Huhn, leg mal ein Ei. Los, Ei legen. Ach, gackert mich nur an, der Blöde. Das Blöde. Die Blöde. Der, die das. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wer mich schlägt, ist dumm. Ich finde keine Eier. Das ist aber nicht sehr ertragreich, das Ganze. Ich muss in diese Richtung. Ich laufe mal einfach entlang des Waldrandes hier. Müssen doch auch irgendwo Hühner sein. Also Hühner, die sogar Eier legen. Das wäre der Wahnsinn, wäre das. Schnaub nicht. Jetzt hab ich, wie viel habe ich? 52 Schweinefleischsteaks gesammelt. Dabei ist Schweinefleisch doch eigentlich so ungesund. Oder am besten soll doch Hühnchen sein. Na gut, in welche Richtung soll ich nochmal? In diese Richtung. Es ist noch ein ganzer Stück, also ein ganzes Stück, ein ganzer Weg. Ich laufe mit dem Kopf vor den Baum. Ziehen uns die Äste einmal durchs Gesicht. Aua. Hä? Ach, hier ist Wasser. Hab grad gar nicht gecheckt, dass ich im Wasser bin. Du, 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 du.
Hier sind doch irgendwo noch Hühner sein, die mir Eier legen. Sag mal. Ma! Na, reizend. Und Sprung! Yay! Ich schwimme mal hier wieder ein bisschen weiter zum Festland. In der Hoffnung, dass es hier noch Hühner und Eier gibt. Ist da vorne ein Huhn? Pock? Pock? Nee, das sind Blumen. Nee, Pilze. Menno. Und Schafe. Keine Hühner, die mir Eier schenken. Ist ja nicht wahr, ne? Ist ja nicht wahr. Hühnchen! 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 Von dem ganzen Eier- und Bratengerede kriege ich auch langsam Hunger. Ich gehe mal hier noch übers Festland. Vielleicht ist da ja noch ein Huhn in dem Sumpf-Festland. Ab durch den Sumpf. Ach so, wo ich eben ja war, bei Filmen über Osterhase. Der einzige Film im Moment, der mir jetzt einfallen würde, in dem der Osterhase als... Ach du Shit. Kann mich so ein Blitz treffen? Vor der Deckung. Wo ein Osterhase zwar als ein bisschen intelligent... Shit. Wieso fängt das jetzt an zu blitzen? Schnell aus dem Wasser. Ist ja gefährlich. Wo der Osterhase als ein bisschen intelligent, aber nicht als komplett human, sondern also als nicht komplett menschlich, sondern als doch noch eher Hase und als nicht sprechende Person dargestellt wurde. Ich will jetzt mein Haus. Schnell! Obwohl, will ich hier. Ich gehe mal nach unten. Oh, ja, von hier aus hat man doch einen schönen Ausblick. Nämlich als Person, nicht als menschliche Persönlichkeit, die spricht und so weiter, sondern mehr als Hase, aber der Osterhase halt, ist bei hier, wie heißt er? Nightmare Before Christmas, wo doch diese drei komischen Figuren, für den Hauptcharakter eigentlich den Weihnachtsmann entführen sollen oder den Sandy Claus. Stattdessen entführen sie aus Versehen den Osterhasen, der total panisch ist und sich wirklich wie ein Hase benimmt. Ich meine, Hasen sind ja auch irgendwie süß. Muss ich mal gleich auf YouTube gucken. Gibt es eigentlich so Hasenstreichelvideos? Ich meine, es werden Eulen gestreichelt, Katzen gestreichelt, Hundebabys gestreichelt und alle sind total süß in solchen YouTube-Videos. Aber Hasen? Karnickel? Gibt's bestimmt auch. Muss ich mal gucken. Passend zu Ostern. Und da piept der Wecker und sagt, wir sollen aufhören. Ich will aber noch ein bisschen den Sonnenaufgang hier genießen. Wir haben leider nur zwei Eier gefunden. Und dabei wollte ich doch mit den Eiern eine neue Hühnerfarm aufmachen. Da muss ich mir halt gleich mit ein bisschen Getreide irgendwann mal... Ja, da blitzt es. Muss ich mir halt mal mit Getreide irgendwann mal ein paar Hühner besorgen. Schade. Naja, das heißt schade. Dafür brauche ich erstmal Holz und einen Zaun, den ich dann irgendwo da hinklatsche. Und dann werfe ich erstmal die Eier in das Gebiet. Ja, ey. Oder ich locke erst Hühner an und werfe dann die Eier in den Zaun. Oder ich versuche es wirklich nur mit Eiern. Das heißt, immer wenn ich ein Ei finde, werfe ich es in das Gatter und hoffe einfach, dass dabei was rauskommt. Also nur eine komplette Handzucht.
ohne angelockte Viecher. Das wäre auch nicht schlecht. Na gut, aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Am nächsten Sonntag. Frohen Ostermontag noch. Tschüss.